So, jetzt aber nochmal. Chancen stehen 50-50. Zeigen wir dem Fett. Okay. Komm. Das ist Wahnsinn. Haltet euch auf. Vito kommt allein zurück. Aber auf mehr Schaden nicht. Vorwärts, Vito. Geben wir Deckung. Wir sind tot. Wir sind tot. Kommen wir da nicht auch oben rein, wenn man will? Das will ich mal testen. Leider nicht. Aber ich glaube, es ist wirklich schlauer, wenn man direkt mal dahinter rennt. Vermisst du deinen Vater? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Das regeln, Vito. Nein, Scheiße! Mir heilen. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Noch können wir das anders regeln, Vito. Vito, du machst den größten Fehler deines Lebens. Verfehlt nicht weiter, Vito. Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Von wo aus redet denn die? Alter. Du wirst hier sterben, Vito. Genau wie weg hier. Der will mich verarschen. Wenn wir mit dir fertig sind, bist du Rattenfutter. Das anders regeln, Vito. Vermisst du deinen Vater, Vito? Keine Sorge, du wirst ihn bald wiedersehen. Ich habe mein ganzes Leben lang versucht, nicht in die Fußstapfen meines alten Herrn zu treten. Dann erfahre ich, dass ich genau denselben Fehler mache wie er. Es war gut, die Wahrheit zu kennen. Und durch Dereks Tod war für mich ein weiteres Problem gelöst. Ich suche Dereks Büro. Ich glaube, ich habe Dereks Altersvorsorge gefunden. Sonst gibt's hier nichts oder was? Bisschen Scheiben, Scherben, die hier ein bisschen rumglinsen. Nichts Besonderes sonst. Was ist das hier? Auch nichts Besonderes.
Baue Läden aus oder bringe Autos zu Borski. Müssen Munition schauen, aha, aha. Hier kommen wir nicht raus. Kann man auch nicht runterspringen. Dann gehen wir direkt mal hier raus. Mal die Tür wieder zu machen, oder wie? Diesen Zettel hier kann man nicht aufheben. Ja. Und jetzt lesen hier. For Derek gibt's hier Work, gibt's hier Work. Und die Bullen? Ja, die könnten ein Problem werden. Aber jeder, der dabei war, wird schwören, es war Notwehr. Du warst nie hier. Danke. Viel Glück. Jesus, Maria und Josef. Gott helfe euch allen. Aber die sind doch jetzt eigentlich rein theoretisch alle arbeitslos, weil der Chef gerade. Na egal. Wie ging das nochmal mit dem Autoverkaufen? Geht es jetzt überhaupt noch? Dem Hagen hängt gerade nichts, oder? Das hier könnte sein, ne? Nein, könnte es auch nicht. Gut, wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.